So. Ich wollte das ja nicht auf 100% machen, aber irgendwas hat uns doch noch irgendwo gefehlt. Ja, dieser Stein hier, weil ich glaube, man braucht doch diesen Stein überall, oder? Oder kann man auch, weil bei diesen Leveln bin ich hier ein bisschen durcheinander gekommen. Also da. Es ist ein bisschen länger her, dass wir Crash gespielt hatten. Hatten wir das letzte Mal nicht sogar Crash Bandicoot gespielt, bevor ich umgezogen bin? Ich glaube schon, oder? Das ist ja schon ewig, ja. Ja, hier gibt's nichts mehr. Ich glaube, mir fehlt in diesem einen Level dieses Stäbchen. Hier, bei Snowbiz. Müssen wir nochmal rein, müssen wir nochmal gucken. Das müssen wir, glaube ich, holen. Vielleicht spiele ich später auch noch ein bisschen PUBG. Ich wollte jetzt aber ein bisschen Crash Bandicoot spielen. Doch mal wieder ein Singleplayer zwischendurch. Vielleicht wechsle ich auch so um 10 zu PUBG. Mal gucken. Mal gucken. Ah, jetzt ein bisschen Crash Bandicoot spielen. Wie geht diese Steuerung nochmal? War ganz simpel. So. Au, ich muss noch. Ich hatte ja das letzte Mal bei dem Stream. Ich muss mal die Follow-Alerts und so wieder anmachen, weil ich hatte beim letzten Stream. Nein, das war falsch. Genau. Hatte ich die nämlich mal ausgemacht. So. Das war, weil das so cutscene-lastig war. Checkpoint, ey. Geh weg. Aber ich frag mich, wo dieser Stein ist. Also hier brauche ich auch wieder irgendwas. Ah, nein! Benjamin verlässt mich. Oh, komm schon. What the fuck? Wieso schaffe ich diesen Sprung nicht? Was ist das denn hier? Geht doch. Jo, jo, genau, ich bekomme alle. K Ja, der Batschibu. Das ist das Bonus-Level. Aber ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch schon gemacht. In einem Bonus-Level ist ja das Zeug, glaube ich, gar nicht versteckt.
Naja, komm ich so nicht an. Ach, warte, der kann doch auch, glaube ich. Ja, genau so. Upsi. Aha, ist mir wieder eingefallen, der kann auch dashen. Also, ja, dashen, sliden. Bei mir ist alles dashen. Ah, wo ist denn dieser Diamant? Oder dieser... Stein. Hier, what the fuck? Was? Wirf ich den denn nicht eingesammelt beim ersten Mal? What the fuck? Das Ding ist genau über meiner Nase. Was ist das denn? Bin ich da bei einem Tod echt mal dran vorbeigelaufen? Oh Crash, das tut gleich wieder ganz, ganz doll weh. Auf der Rübe. Ich will ja mal gar nicht wissen, wo du den rausziehst. Ah, okay, der hat uns echt gefehlt. 10 von 25 Kristallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht. Denk daran, ich zähle auf dich. So, kann ich jetzt weiter nach oben? Nee, jetzt kann ich nur runter. Habe ich das Level schon gemacht? Ist schon so lange her, ich bin mir leider echt nicht mehr sicher. Nee, das habe ich nicht, okay. Deswegen geht's nicht weiter. Ach du großer Gott. Okay. Okay, das war easy. Das war jetzt echt ein easy Fight.
Das war ja schon fast zu easy. Ah, jetzt kann ich hoch. Gucke an. Jetzt geht's weiter hier. Okay, Plant Food. Tja, oder nicht? Gut gemacht, Crash. Die Komodo-Brüder waren dir nicht gewachsen, aber jetzt bloß nicht übermütig werden. Es sind noch viele Kristalle zu bergen. Denk daran. Die Welt zählt auf dich. Yo, okay, Plant Food. Let's see. Eieiei, okay. Bin so gut. Ach komm schon, Crash. Ich hasse das, wenn ich das immer von oben sehe. Das ist so eklig. So, jetzt könnte schon Checkpoint kommen. Nicht? Ich kann das nicht abschätzen. Bin gleich Game Over, wenn das so weitergeht. Oh Gott. Ich muss da erstmal wieder reinkommen hier. Ach komm schon! Ja, ist ja nicht der erste Game Over Screen, den wir haben in dem Game. Oder ist das der erste in Crash Bandicoot 2? Was für eine Beta, Felix? Gibt's noch eine Beta? Ich hatte nur die Close Beta gespielt. Zu Destiny 2. Gibt es jetzt noch eine? Habe ich was verpasst? Oh, du hast in den PlayStation VR bestellt, Sascha. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin ja noch so, ich warte da ja noch. Bis ich in dieses VR eintrete. Aber du kannst gerne mal sagen, wie das Feeling so ist. Oh Gott. Wie so das Erlebnis. Ey, what the fuck? Crash. Come on. Nur am Sterben in dem Spiel. Warum schaffe ich diesen Scheißsprung nicht? Komm schon, Mann.
Ach, die PC-Beta, okay. Ja, also ich werde, denke ich mir, also ich habe Destiny 2 auf jeden Fall zuerst für die PlayStation. Ich bin aber stark am Überlegen, ob ich es mir dann auch nochmal irgendwann für den PC holen werde, weil ich denke schon, dass das passieren wird. Also dann ist das ja kein großer Unterschied zu dem, was ich, zu der PlayStation Beta wahrscheinlich, oder? What the? Ey, dieses Game will mich doch verarschen, oder? Ich bin da extra mit Turbo drüber. Hatte sie mir bestellt, hauptsächlich wegen Gran Turismo Sport. Okay, ja, also so ein Rennspiel mit VR, das stelle ich mir schon geil vor. Das hat bestimmt was. Dieser Jump, ne? Sonst, also wenn die PC-Beta was Neues bietet, obwohl ich habe da keinen Zugriff drauf, weil ich es mir... Alles klar, ich schmeiß das Game gleich gegen die Wand. Ich glaube, ich kann die gar nicht zocken, weil ich es mir für die PlayStation vorbestellt habe und nicht für den PC, oder? Oder ist das schon die Open-Beta? Ey, was? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum er diesen Jump nicht schafft. Morgen ist Open Beta. Okay. Ja, gucken. Vielleicht spiele ich auch noch auf dem PC ein bisschen die Beta. Crash. Come on. 10 Zentimeter weiter springen. Ey, willst du... Also jetzt... Jetzt reicht's, Crash. Stell dich nicht so an jetzt. Hier, hopp. Ach, komm, ey, dieses Level.
Wir hängen jetzt bei diesem Level seit 5 Stunden gefühlt. Nein, seit einer halben Stunde. Ja, also getestet wirklich habe ich die VR noch nicht richtig können. Also ich hatte die... Hatte ich die eigentlich schon mal auf? Nee. Ich glaube, ich hatte die tatsächlich nicht ein einziges Mal auf bisher. Ich habe zwar... Also mir ist zwar nicht bekannt, dass ich... Ich habe zwar keine Motion Sickness, aber... jetzt fängt der Scheiß wieder an bei diesem fucking Nilpferdjump. Aber... ich glaube, ich würde dazu tendieren, wenn ich die Brille zu lange auf habe, Kopfschmerzen zu kriegen. Ich bin da so ein Kandidat für. Oh, come on! Aha, jetzt ging's, alles klar. Aua. So, Leben sammeln. Oh, du hast eine GTX 1080 Ti geholt. Nice. Nein. Wie komme ich denn da am besten jetzt durch? Am besten ja eigentlich. Erstmal alle über den Haufen nieten.
Naja, mein PC hatte damals 2100 gekostet, glaube ich. Dafür hält er jetzt aber auch. Jetzt nicht passiert. Oh, come on! Ich meine, er spackt zwar manchmal rum, der PC, aber das liegt, das ist... Irgendein, also entweder geht meine SSD echt fratze, oder aber irgendein Programm spackt rum, das Windows 10 freest. Ey, dass ich so einen einfachen Sprung nicht hinbekomme, Mann. Aber so jetzt von hardware-technisch brauche ich das Ding erstmal nicht aufrüsten. Also das, die Grafikkarte schafft jedes Game. Auch noch die, die jetzt rauskommen. Absolut null Problem. Egal, was das Ding gemacht hat, ich will einfach nur ans Ende. Ja, ich habe den PC habe ich mir zusammenstellen lassen. Also ich habe mir die Teile, ich habe keinen Fertig-PC gekauft, sondern ich habe mir den PC schon zusammengestellt von den Teilen her. Aber ich habe ihn zusammenbauen lassen und das ist halt dann nochmal ein bisschen teurer, sag ich jetzt mal, als wenn du dir die Teile so kaufst und ihn halt dann wirklich komplett selber baust. Ich habe jetzt aber persönlich noch keine wirkliche Erfahrung mit PC zusammenbauen. Würde aber gerne bei meinem nächsten PC dann irgendwann, den würde ich gerne selber zusammenbauen. Weil, haben voll viele gesagt, das ist gar nicht so schwer, den zusammenzubauen. Also mal gucken. Also ich denke schon, den nächsten werde ich dann, würde ich gerne selber zusammenbauen. Oh, das Ding geht irgendwann unter. Alles klar. Gut, dass man mir das sagt.
Oh, geh da raus. Ah, scheiße, Mann. Hat lange gehalten, du. Was wetten wir, dass ich es jetzt gleich schaffe, an dem einen Teil da zu sterben? So, machen wir es einfach so. Wir sind auf der sicheren Seite. Ich hasse es, rückwärts zu laufen, wo du nicht siehst, wo du langläufst. Das ist eklig. Nein, Crash, bitte nicht. Ah, Mann. Ich kann das überhaupt nicht abschätzen, wie weit er springen kann, ne? Das
So schlimm. Nein, 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 nein. Geh da hoch, geh da hoch. So, jetzt müssen wir aber wieder links ran. Dran. Lang, weil wir diesen lila Edelstein brauchen. Ja! Ende! 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 Oh, ich liebe das Ende eines Levels. Okay, Beer down! Hey Benji, alles okay? Durchschlafen.
Oh, unser kleiner Eisbär. Katastrophenlevel. Aber die Mucke bei den Leveln ist halt immer so cool. Okay. Upsa. Upsa, okay. Den brauche ich. Hütze! Bam! Bäh. Das war fies. Nee, ich will es nicht rausfinden. Eigentlich immer froh, wenn ich gut durch Level durchkomme. So, Road to Ruin. Oh Gott, so ein Level. Naja, ist ja ein Checkpoint da, ne?
Autsch. Aber wir sind noch gut dabei. Ich muss sagen, wir sind gut dabei. Oh, Netzteil und Tower mit Kabelmanagement ist immer gut. Das ist immer gut. So wie die den hier zusammengebaut haben, ist das eigentlich auch sehr nice. Nein, oh, das ist das Ende von dem Level. Wie wir das machen, wir warten, bis er wieder hierher jumpt. Here we go. Das Level lief gerade mega gut. Unbearable, okay. Noch ein Bär-Level oder? Oh, das sieht nach einem Wegrenn-Level aus. Ich glaube, das ist Mama Bär. Oh, und unten drunter durch. Alter, der Bär lacht mich aus. Was soll das denn? Sehr unsozial. Oh, da oben wartet schon der Nächste, alles klar.
Das ist jetzt Papa Bär oder was? Au. Oh Gott. Da komme ich her. Wow. Alles klar. Da war ich etwas zu schnell. What the fuck? Wie soll ich da denn durchkommen? Was zum Henker? Nicht schlecht, Mann. Also der ist echt fies. Oh Gott, nein. Geschafft? Nice. Nicht schlecht. Geschafft. Bestimmt hast du bemerkt, dass es schwieriger wird. Die letzten 10 Kristalle zu bergen wird am schwierigsten sein und unsere Feinde werden ihre stärksten Leute schicken, um dich aufzuhalten. Ich melde mich nach dem nächsten Warp-Raum. Tiny Tiger. Okay, ich bin gespannt, was wir jetzt für einen Boss bekommen. Oh ja, Tiny Tiger passt perfekt. Der ist echt tiny.
Wow, okay, holy shit. So Jump Level sind ja genau das Richtige für mich, ey. Shit, 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 shit. Yes! Tiny ausgetrickst. So schaut's aus. Oh Gott, Hanging Out. Wisst ihr, wie das klingt? So, schon wieder wie so ein scheiß Brückenlevel, das ich überhaupt nicht leiden kann. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Oh, ne. Wow, holy shit, hab mich jetzt erschrocken. What the fuck? Okay, die sind ein bisschen schneller unterwegs hier.
Leg dich auf die Couch, Bändchen. Auf die Couch. Was ist los? Ist überall so warm, ne? Na, mach Platz. Leg dich hin, Benji. Alles klar, gut. Ich darf den Stuhl nicht mehr bewegen. Oh nein. Ja, es lief besser als gedacht. Das war knapp. Ja. Das Bonuslevel ist nicht ohne.
Okay, Concentration. Please. Nice! Here we go! So, digging it. Oder haben wir noch so ein Bär-Level? Behaving. Ich mach mal noch hier dieses Digging it. Gott. Und dann wechseln wir nochmal das Game. Dann dürften wir so gut, je nachdem wie lange ich jetzt für das Level brauche, 1,5 Stunden Crash Bandicoot wieder zusammen haben. Das reicht mir doch noch erstmal viel, weil ich muss sagen, so ein Jump'n'Run, also gerade auch das hier, ist doch etwas anstrengend. Okay, man kann ihn nicht kaputt machen. Zumindest nicht mit der Drehattacke. Und was machst du hier? Okay. Nein! Oh, zu früh. Ich habe das schon kommen sehen. Ich habe das bereut schon, als ich die X-Taste gedrückt habe. Habe ich mir etwas zu viel Zeit gelassen. Alter Schwede, ich habe bisher aber auch echt Schwein, ne? Oh, Leben. Nein.
Dem Tod eine Schippe, ja. Einmal versuche ich es noch, ansonsten laufe ich rechts lang. Nur ich weiß halt nicht, ob jetzt links dieser Edelstein, also dieser lila Edelstein ist. Das wäre aber echt fies. Schauen wir mal, ob wir den hier noch irgendwo finden. Okay, der war gut, der war gut, der war gut, Mann. Da sah Crash richtig nice aus, du. Nee, okay, ist nicht auf dem Todesweg. Dann ist da so ein weißer Edelstein. Wahrscheinlich am Ende des Weges. What the fuck? What? Okay, cool. Nice! Noch ein Level abgeschlossen. Ich muss sagen, dafür, dass das so holprig angefangen hat, kommen wir jetzt eigentlich ganz gut durch. Nice, okay, auf der Ebene fehlen uns jetzt noch 1, 2, 3 Level und der Bossfight. Und dann müssten wir noch eine Ebene haben. Also wenn wir die Ebene fertig haben, noch eine Ebene und dann müssten wir Crash Bandicoot 2 auch abgeschlossen haben. Aber ich würde das Game gerne an dieser Stelle hier einmal beenden. Jetzt können wir auch mal gucken, wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert?
Dir keine Zeit dabei, ne? Ja, okay. Aber ich glaube, dass wir wirklich das letzte Mal Crash Bandicoot gespielt haben, bevor ich umgezogen bin. Und jetzt, ich würde gerne einen Gamewechsel machen, aber ich bin noch unentschlossen, ob ich jetzt wirklich PUBG spielen soll. Oder ich noch was anderes